Willkommen, Damen und Herren. Willkommen aus Frankreich. Natürlich, wir sind hier auf der frankreichischen Strecke unterwegs. Wir fahren natürlich mit diesem Triebwagen hier. Die anderen Leute sind KI abgestellt und uns bringt uns bis dahin. Und ich hoffe, das werde ich nicht ganz nicht schaffen, aber es geht ja noch. Und ja, natürlich hier sieht das Ganze. Wir sind natürlich auch so in morgens, ja, aktuell ist 9 Uhr, 9 Uhr. Ja, sorry Leute, warum ein bisschen so komisch ist, aber es ist natürlich auch denkbar. Ja, natürlich hier Frankreich. Wer aus Frankreich kommt, dann Hallo sagen. Und ich würde es mal sagen, ich mache mal hier mal diese Licht an, dass wir losfahren können, mal langsam mal los. Wir stellen die Anzeige an, wenn es so gut ist. Ja, genau. Auto. Mal die Richtungswende nach vorne, dass wir auch Führerstand aktivieren können. So. Eine Bremsprobe mal. Hä? Hey, was war das denn für Töne? So, Bremsprobe ist abgeschlossen. So, also Türen sind zu, dann gehen wir mal los. Dann fahren wir raus. Kann ich bremsen so? Ah, ja, vielleicht liegt es auch daran, dass die Bremse ein paar Verzögerung hat. Egal, los. Hier, anderes Streckennetz. Schön scharf machen. Müssen unbedingt mal irgendwann eine Aufgabe fahren. Mache ich irgendwann mit euch eine kleine Aufgabe fahren. Frankreich, ey. Gleich 60. Darf aber nicht so einschlafen. Ach so, Frankreich hat anderes Systeme als bei uns. Die Deutschen haben nur diese Signalbestätigung und Fahrsteuerung. Aber Frankreich, es hat was anderes, hat da so ein Tacho drinne. Da wird natürlich auch so beliefert, ne? Was hat denn der? Da drücke ich nicht drauf, sonst keine Ahnung. Drück mal darauf. Was hat denn hier? Ah, Test. Okay. Okay, E-Bremse. So, jetzt aber. Darf ich schneller fahren? Ich habe ausprobiert, 60 zu fahren. Also komplett. Es macht einfach Spaß, schneller zu fahren. Und dann geht es richtig schneller. Einfach ein Hoch-Highspeed fahren wir natürlich. Ihr sollt richtig anschneiden. Warte mal. Sehr Damen und Herren, wenn wir natürlich das Geschwindigkeit, das Tempo erhöhen, wir fahren auf der Heißstrecke. Also es wird richtig heiß werden. Wir werden circa um 300 irgendwas richtig reindüsen. Also bitte schneid an und. Wenn Sie natürlich irgendwas brauchen oder mithören wollen, dann steckt Sie Kopfhörer oder Headset in den Kiste rein. Und wenn Sie schlecht würden, nur ins Papp oder Karton oder irgendwas kotzen Sie rein, wenn es zum Beispiel zu viel wird. Vielen Dank.
Oh, jetzt wird's heißer, Alter. Jetzt geht's gleich heißer. Arschlöcher. Jetzt aber. 140. 110. Hier sind andere Wanden, Superwanden. Aber die würden nicht so umdecken haben. Ich habe halt den genommen. Standard. Und jetzt 140. Oh yeah. Jetzt lege ich mal an. Dann jetzt da. Und irgendwann noch schneller. Der wird immer schneller. Willkommen in den Freikreis Drive und Brilliant Drive. Und Sie fahren bisher alle Potsdam Watt und TKP. Hier. Angenehme Fahrt und so. Ah, ich kann kein Frankreich, ich weiß. Ich habe auch keine Ahnung davon. Weil es mir so warm ist aktuell. Ich habe natürlich das ganze nicht Hintergrund, den Ventilator am Laufen. Aber das geht einfach nicht. Ich kann. Es ist zu warm für mich. Natürlich kann ich das Fenster nicht aufmachen. Geht einfach nicht, weil da kommt wahrscheinlich noch dran was gebastelt. Wieder weiter gescheit mal wieder Fenster aufmachen, wieder grad, weil das Fenster hat immer Probleme. Also erstmal nicht. Oh ja, gleich 160. Mal richtig heizen. Mal gucken wir mal die Fahrtrichtung. Da ist er doch, da ist er, Hansi. Da gibt es auch eine CDs davon, ne? Machen wir das mal so. So. Bisschen See haben kann. Jetzt Nullstellung hier und dann darf man natürlich hier 160 bis 230 fahren. Oh yeah, jetzt wird's richtig heiß. Jetzt wird's richtig heiß gefahren. Wenn das hier weg ist. Und vielleicht wahrscheinlich nochmal ein Weich drüber. Nein, das ist nicht der Fall und jetzt. Gleich beschleunigen wir das Ganze. Aber die sieht doch ganz in Ordnung aus. Der Zug sieht doch ganz in Ordnung aus. Ah, ich kenne das. Das ist doch Film der von Mr. Bean. Ihr kennt das irgendwo. Wo er auch der, mit dem Zug nach Frankreich gefahren hat. Ah, ich kenne das. Das ist, ich weiß nicht, welcher Teil das war. Ich glaube, das war überall der Teil. Dann warst du. Der Film hat natürlich auch so. Der hatte was verloren gehabt. Und da hat natürlich gesagt, okay, ich fahre jetzt damit. Und dann ist er Bahnhof da, da dummes Zeug gemacht. Also dumme. Einfach, ja. Das war natürlich so ein Komiker. Hätte immer natürlich uns alle zum Lachen gebracht. Ne, der natürlich. Der kommt auch aus Frankreich. Und so. Und ja. Hat alle natürlich dieses Video gehypt, ne? Ist ja nicht bei Kabel 1 über alle Sachen täglich hören und dann werden die täglich die Videos kaputt gemacht. Das kenne ich. Wer das Video kaputt macht oder das sei immer rein, weil ich kenne einen Teil, den ich auch gerne gucke, ist hier der Stallone irgendwas. Das ist der Teil, wo ich natürlich, wo der Truck fahren tut, wo er das Trucker verkauft hat und dann neu verdienen muss, er sich eine Firma aufbauen und dazu, ja, dann hat er sich den Truck geholt und dann hat er ein bisschen Boxen gemacht und so. Ein bisschen so Art spielen, Arm drücken und so. Den gucke ich auch sehr gerne. Auch andere Teile, die nicht mit den LKWs nichts zu tun hat, wird natürlich nur Boxen, also wird nur ein Boxtraining gemacht und da wird es auch den Kogi auch sehr gerne. Noch ein paar Teile, aber die anderen Teile jucken mich nicht. Die jucken gar nicht dran, ne? Aber die wollen die Großen halt geben und so. Aber man kennt ja natürlich, ne? Man hat es auch nicht anders, einfach die Filme kaputt zu machen. Und so. Hat er dazu vor. War noch nie in Frankreich. War noch nie. Würde vergessen. Ja. War ja kein Wunder, dass hier viele im Inter-S keine Masken rumfahren oder so. Aber reicht es auch schon,
Was wir natürlich im Scheißkrisen noch haben und so, um diese verkackten Masken. Unsere Masken, unser Begleiter. Zum Arsch der Welt. Wäre dadurch das Geld der erste Punkt. Natürlich wird überall Sachen gemacht. Das würde ich irgendwann mal das Video mal auffrischen. Es gibt nächstes Video danach. Also nach der Serie. Dann würde ich es schön hochladen, ne? Und da, ja. Also wer die Strecke haben kann, der kann es sich auf jeden Fall gönnen, ne? Ihr könnt euch gönnen, weil die es einfach Spaß macht. Also guck mal, du kannst deine Geschwindigkeit hier austricksen. Natürlich, es gibt ja auch durch den ICE, der kann auch mindestens 300 fahren, der andere kann erst moderner, das Modell ist Bonnell. Modell? Also muss ich sagen, 300 geht's nicht für die Fahrt. So, ach schade, wir sind gleich da. So, war eine kurze Folge heute. So, ich bremse mich runter, ich bremse ab, freiwillig. Ja, jetzt wohl zack drauf gedrückt. Jetzt haben wir die Einfahrt. Bremsen. Bin angekommen. Ja, so, das war natürlich locker gewesen. Und sagen sie natürlich auch, das Video war ein bisschen kurz gewesen. Es war auch sehr gut kurz, war eine kurze Folge, aber halt mal an, du Chinese. Ja, also man sieht das Ganze, ja, er versucht zu bremsen. Und jetzt bleibt er schön. Super, dann würde ich sagen, das war's mit eurem Frankreicher. Und es hat gut gefallen, mir hat es natürlich gut gefallen und mir hat es natürlich auch so gefallen. Tschüss.